Also man sollte den Zielen auf jeden Fall keine so geringe Bedeutung zuordnen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mit jemandem rede, der sagt, ja, nee, wir machen so weiter die nächsten 20 Jahre wie bisher. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der A&M. Mein Name ist Marvin und ich sitze hier wieder mit dem Alex und heute geht es wieder um ein Mindset-Thema, nämlich, und zwar, worüber reden wir heute? Redet über Zielerreichung. Ne? Also Zielerreichung. was muss man tun, um seine Ziele zu erreichen? Wie macht man das? Und was gibt es auch für Hürden? Und wir haben auch natürlich wieder ein, zwei Beispiele mitgebracht. Kennt man ja. Ja, also warum überhaupt Ziele setzen oder warum überhaupt Ziele erreichen? Ja, jeder hat natürlich irgendwie, möchte vorankommen oder möchte gewisse Dinge erreichen. Nicht nur, was das, also Ziele erreichen heißt ja nicht immer, dass man jetzt wachsen will oder muss, ne, sondern Ziele erreichen kann man ja in allen Bereichen. Man Kann ja will auch zum privat Beispiel sein, genau. privat sein oder man will gewissen Mitarbeiter finden, man möchte irgendwie einen gewissen Standard in seinem Man will sich Betrieb. aus dem Unternehmen weiter rausziehen, Genau, mehr Urlaub haben. das können ja alles Ziele sein. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass es einigen, auch Partnerbetrieben von uns, eben schwerfällt, ihre Ziele immer genau zu definieren auch und Ja, und dann vor allem zu erreichen. zu erreichen. Ja. Und darüber möchten wir heute mal sprechen, warum das so ist und wie man das eben beheben kann. Ja, wir können ja erstmal über den Prozess an sich sprechen. Ne? Also, ich meine, jeder von euch hat so Wunschvorstellungen, was ich mal überlegen. Die Ziele von gestern ist das, was ich heute habe, wenn ich sie erreicht habe. Ne? Das heißt, was ich morgen haben werde, bestimmt oder wird dadurch bestimmt, welche Ziele ich mir heute setze. Also man sollte den Zielen auf jeden Fall keine so geringe Bedeutung zuordnen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mit jemandem rede, der sagt, ja, nee, wir machen so weiter die nächsten 20 Jahre wie bisher. Das ist auch komplett in Ordnung, das kann man auch gerne machen. Ich finde aber, da lässt man doch viel Potenzial liegen und ich bin mir sicher, dass man nicht mit allen zufrieden ist, was gerade passiert. Auch wenn man sich es gerne einredet. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, das ist jetzt nicht mein Ansatz. Und wenn du zum Beispiel sagst, als Beispiel, du hast ein bestimmtes Umsatzziel, ne, dann ist der erste Schritt zu überlegen, für dieses Umsatzziel, was ist notwendig. Ne? Und da kannst du einfach sagen, Umsatzziel ist super einfach. Ne? Wir sagen, du machst jetzt 500.000 Umsatz, du willst nächstes Jahr 600.000 Umsatz machen. So, ganz simpel. Dann sagen wir, okay, du musst 20% mehr Umsatz machen, dafür brauchst du tendenziell 20% mehr Termine. Ne? Und dafür musst du überlegen, wie kommst du an 20% mehr Termine ran, brauchst gegebenenfalls auch noch mehr Mitarbeiter. Das wären die beiden Kenngrößen. Die hast du definiert und jetzt überlegst du dir, wie komme ich an mehr Mitarbeiter? Na, gut, einfachster Schritt, mit der A&M Beratung zu machen, das ist klar. Wie kommst du an mehr Umsatz? Auch da können wir sprechen, das ist kein Thema. Es gibt natürlich auch andere Wege, das ist klar. Aber im Endeffekt ist genau das das Ding. Du musst jetzt überlegen, wie komme ich an diese 20% mehr Termine einfach an? Oder wie schaffe ich es, meine Vertriebler 20% besser abschließen? Was davon einfacher zu erreichen ist, hängt natürlich davon ab, wo du gerade stehst. Das ist auch klar. Na? Also zum Beispiel so ein Ding, wo wir auch in unseren Beratungen immer ziemlich weit reingehen. Manchmal ist es auch gar nicht notwendig, jetzt viel mehr Termine draufzuschmeißen, sondern man kann mit anderen Terminen das Ziel erreichen. Ja. Na, da braucht man gar nicht mehr Leute, sondern die Leute machen einfach was anderes. Ja. Auch eine Möglichkeit. Ja. Was ich halt ganz sehr, sehr, sehr mächtig finde, ist einfach die Tatsache, dass wenn man sich auch also auf ein Ziel ja, committed, sagt man ja immer, also sich auch Damit wirklich verbindlich wird. damit verbindlich wird. Ja. Das heißt, wenn man sich das auch wirklich mal aufschreibt, ne, oder wenn man das mal mit jemandem bespricht oder jemandem das kommuniziert, dass man das Ziel hat, am besten idealerweise noch, bis wann will ich das erreichen, ne, also in so einen Zeitraum mitgeben. Aber was dann passiert, ist halt, dass allein durch das Setzen und durch das offene Kommunizieren der Ziele fängt auf einmal so der Kopf an zu arbeiten und sieht auf einmal da eine Möglichkeit, sieht auf einmal da eine Möglichkeit, hat hier noch einen Ja. Einfall, da tut sich ein Kontakt auf, wie man das erreicht, oder da meldet sich der Mitarbeiter, auf den man schon ewig gewartet hat. Und solche Dinge, die kommen dann irgendwie wie aus dem Nichts Ja. so. Und das passiert einfach dadurch, dass man das mal aufgeschrieben hat und gesagt hat, bis dahin möchte ich das haben, Ja. ne? Und dabei scheitert es schon bei den Ja. meisten, dass sie das gar nicht mal verschriftlichen Ja. oder das auch nie mit jemandem besprechen, Ja. ne? Und dadurch bleibt das dann so eine kein Ziel, sondern nur ein Wunsch. So ein vager Gedanke im Kopf, der immer mal wieder aufkommt, wo man immer wieder unzufrieden ist, aber nie was richtig macht. Also das ist quasi der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel, ne? Ja. Einen Wunsch, den denkst du dir morgen, vielleicht abends, wenn du ins Bett gehst oder so, oder wenn du irgendwie, wenn du gerade dich wegen irgendwas aufregst, dann denkst du dir, ja, eigentlich hätte ich ganz gern das und das. Ja. Aber ein Ziel ist, ich werde es dann das erreicht haben. Und das schreibe ich mir auch auf. Und dann kommen auf einmal auch, und dann sozusagen sich zu überlegen, okay, was ist dafür notwendig? Wie sehen die Zahlen dafür aus? Und was muss passieren, damit ich dieses Ziel erreichen kann, ne? Und dann Ja. ergeben sich eben diese Chancen auch. Wir können mal ein Beispiel geben. Vielleicht macht es ein bisschen greifbarer. Also wir haben einen Partner, den wir seit über einem Jahr betreuen. Und der ist Anfang letzten Jahres zu uns gekommen und hat uns gesagt, okay, mein Ziel ist es, also der hat das, was er macht, hat er nebenberuflich gemacht. 50% hat er, ich sag mal, auf Stundenbasis in dem Betrieb gearbeitet und 50% der Zeit hat er das gemacht. Und sein Ziel war, Punkt 1, aus dem Betrieb rauszukommen. Ne? Als zweites Ziel, eine Struktur zu schaffen, Punkt 3, Leute einzustellen und sein Unternehmen zu skalieren.
schon sehr, sehr konkret. Also wir hatten jetzt natürlich auch ein Umsatzziel, was wir dann gesagt haben, was er machen muss, damit er da rauskommt, ne? Konnten das dann einfach runterbrechen. So, was wir da gemacht haben, ist dann halt für ihn zum Beispiel in dem Fall Marketingmaßnahmen aufgesetzt, die 50% Aufträge dann auch noch mehr gebracht haben, also doppelten Aufträge gebracht haben, als er hatte. War überhaupt kein Thema, sind wir relativ schnell raus gewesen aus dem Ding. Ich glaube, nach 3 Monaten ungefähr war er aus der Nebenselbstständigkeit quasi raus. Nächster Punkt war, und das ist der Punkt, wo es dann komplett in seiner Hand lag, er sollte, also wir haben ihm halt alles an die Hand gegeben, was er braucht, aber er musste eine interne Struktur schaffen für seine Abläufe. Wir haben genau gezeigt, wie das funktioniert, ne? Er muss es umsetzen. Und es ging dabei auch viel darum, die Sachen, die er für die zukünftigen Mitarbeiter denen an die Hand gibt, auch in Videos mal festzuhalten. Mhm. Und er hat jetzt ein knappes Jahr keine Person eingestellt, weil er Angst hatte, dass wenn das alles perfekt ja stehen muss, bevor er die Person einstellt. Das ist wieder dieses andere Mindset, ne? Dass alles perfekt sein muss. Wenn er die Person einfach eingestellt hätte, er müsste es eh der Person das erste Mal erklären, wenn er auch gar nicht weiß, was sie für einen Input braucht. Das haben wir die ganze Zeit auch gesagt, mehrmals. Ne? Und jetzt ist er mittlerweile, jetzt hat er sie eingestellt und es geht plötzlich viel einfacher, als er dachte. Ja. Er hat jetzt ein Dreivierteljahr Fortschritt quasi zerstört. Naja, natürlich trotzdem, es geht ihm viel besser als davor, weil er halt jetzt hauptberuflich noch das macht, ja, ne? Und auch gut Geld verdient. Alles kein Thema. Aber er hat sich ein halbes oder ein Dreivierteljahr Progress, also Fortschritt zerstört, weil er einfach an der Stelle dieses Problem hatte, zu sagen, okay, ich möchte erstmal alles perfekt haben, bevor ich eine Person einstelle. Mhm. Und jetzt mit der Einstellung, wo er es ihr erklärt hat, hat er einfach die Sachen nebenbei aufgenommen. Ja. Kann es jeder anderen Person jetzt auch noch zeigen. Auch das ist nicht perfekt. Ja. Aber das reicht erstmal aus, um wieder aufs nächste Level zu kommen. Mhm. Und das werdet ihr auch merken. Wenn ihr neue Ziele setzt, müsst ihr teilweise auch umdenken. Ja. Sachen, die früher funktioniert haben, werden vielleicht nicht mehr funktionieren. Ja. Sachen, die früher normal wären, werden nicht mehr normal sein. Ihr müsst euch ändern. Also euch muss klar sein, mit einem Ziel geht mehr einher als einfach nur, ich mache jetzt mehr Umsatz. Ja. Klar, wenn ich sage, ich mache 20% mehr Umsatz, gut, das könnt ihr wahrscheinlich mit dem gleichen Team machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt größer werden, ihr wollt wirklich verdoppeln, verdreifachen, ihr wollt die Nummer 1 werden in der Region, dann müsst ihr anders denken. Ja. Was ich auch als Erfahrung gemacht habe, ist auch, dass es einfach wichtig ist, so einen gewissen, man nennt das so, einen Verbindlichkeitspartner zu haben, ne? So Accountability-Partner hat man vielleicht schon mal gehört. Und zwar merken wir das auch immer wieder, wenn wir die Beratungscalls mit unserem Partner betrieben haben, ne? Haben wir ja einmal in der Woche, haben wir ja mehrere Live-Calls auch, ne? So in so Zoom-Räumen musst du dir das vorstellen. Und da fragen wir dann auch immer, ja, wie bist du denn damit weitergekommen? Ja. Ne? Du wolltest doch die Schulungsunterlagen für die Kunden, für die Mitarbeiter machen. Ja, habe ich noch nicht gemacht und so. Okay, bis wann schaffst du das denn? Ja, oder warum nicht? Ne? Ja, kann auch sein, dass da noch ein Mindset dahinter liegt. Ja, klar, genau. Was man lösen muss. Erstmal, warum nicht? Gibt es da vielleicht irgendwie, dass man zu perfekt, zu perfektionistisch denkt und das lieber perfekt plant, als es irgendwas anderes. Irgendwas anderes steckt dahinter, ne? Das muss man erstmal auflösen. Aber wenn man dann wirklich also das Ziel hat und dann auch entschlossen ist, das zu machen, dann aber auch sozusagen das bei jemandem zu als Commitment abzugeben, ja, ich werde das bis Ende nächsten Monats, ist das mein Ziel, das zu schaffen? Ja. Ne? Und dann fragen wir natürlich auch, wie sieht das aus? Ne? Hast du das auch wirklich gemacht und hast du dieses Ziel erreicht? Ne? Weil dann spürt man auch so diesen inneren, also man will ja selber natürlich für sich selber auch die Ziele erreichen, aber wenn man so einen Accountability-Partner hat, dann fällt es einem nochmal viel leichter, weil man muss sich am Ende auch noch vor jemandem rechtfertigen. Ne? Exakt. Also ist zwar immer so ein bisschen blöd, naja, so meine eigenen Ziele, die werde ich schon selber erreichen, aber es ist einfach deutlich einfacher, wenn man noch so einen Accountability-Partner hat, der einem, der es dann auch einfordert einfach. Ja. Ne? Weil so ein Commitment mit sich selber, das klappt, aber das andere ist einfach noch viel stärker. Ja. Ne? Und das ist einfach auch so meine Erfahrung, sowohl von Partnerbetrieben als auch von uns selber, dass das einfach nochmal einen richtigen Boost gibt im Bezug auf Ziele erreichen. Ja, und sei da wirklich auch ehrlich zu dir. Was möchtest du wirklich haben? Lass dich erstmal nicht von den ganzen Sachen, wo du sagst, das klappt ja deswegen und deswegen nicht. Irgendwie lass dich davon nicht abschrecken, wenn du sagst, hey, du möchtest 5 Mitarbeiter haben, aber die ganzen Leute in meiner Region finden auch keine Leute, ich finde auch keine Schwachsinn. Wenn du möchtest, wirst du die Leute finden. Also ich sag mal, alles, was anatomisch möglich ist, kann man auch irgendwo erreichen. Na klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie das Bein ein paar Mal gebrochen hast, wirst du wahrscheinlich kein Top-Athlet mehr werden. Aber faktisch gesehen, alles, was jetzt Business angeht, kannst du wirklich sehr viel erreichen. Das finde ich immer so interessant, wenn man sich mal wirklich krasse Leute anschaut, wie so ein Elon Musk oder so ein Bill Gates oder so. Und im Endeffekt, die haben die gleiche Zeit wie wir. Gut, die sind vielleicht ein paar Jahre älter als wir zum Beispiel konkret. Aber ich meine, auch in 20 Jahren das zu haben, was Elon Musk jetzt hat, wäre halt schon krass. Wäre für mich aktuell sogar schwer vorstellbar, wie man da hinkommen sollte. Ne? Aber es sind kleine Schritte am Ende. Und alles, was ihn unterscheidet, sind, dass er andere Ziele hat, andere Standards hat, andere Größen hat. Ne? Und dann noch viel ungeduldiger natürlich ist. Ja. Sehr gut. Ich denke, da konnten wir dir wieder ein paar Sachen mitgeben. Wie gesagt, sei dir da auch, setz dir auch Ziele, weil die Ziele bestimmen, was du morgen hast. Und wenn du keine Ziele setzt, dann ist es so ein bisschen rumwabern. Und das ist meist nicht das, was einen wirklich langfristig auch die Erfüllung gibt, die man gerne hätte.
Jo, ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos oder Podcasts, je nachdem, dann wieder. Ne? Jo, bis dann. Ciao.